Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, irgendwas mit der Uhr kaputt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. In was für Zeiten leben wir eigentlich? Das frage ich mich manchmal und bezogen auf diesen Tagesordnungspunkt sage ich es. Wir leben in Zeiten, in denen die EU den Klimanotstand ausgerufen hat. Wir leben in Zeiten, wo Frau von der Leyen von einem Green New Deal spricht und viele, viele Milliarden sich in der Zukunft anders bewegen werden als in der Vergangenheit. Wir leben in Zeiten, wo Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin und unsere Bundesregierung als einen zentralen Punkt der Politik sagt, CO2-Neutralität bis 2050. Wir leben in Zeiten, wo wir schon eingestiegen sind in die CO2-Bepreisung. Wir leben in Zeiten, wo Görlitz vor 2 Wochen beschlossen hat, klimaneutral bis 2030 zu sein. Und wir leben in Zeiten, wo jetzt Joe Biden wahrscheinlich Präsident ist, also am 20. Januar. Und eines seiner 4 zentralen Punkte ist die Bekämpfung des Klimawandels, ein Green New Deal für Amerika. Es wird also ganz andere Zeiten geben. Und Joe Biden ist auch ein gutes Stichwort mit Pariser Klimaschutzabkommen, dem will er wieder beitreten. Denn das Pariser Klimaschutzabkommen hat Deutschland bereits ratifiziert. Es ist hier nicht mehr zu verhandeln. Es ist jetzt so und wir müssen danach handeln. Und jeder, der nicht danach handelt, ist eigentlich verantwortungslos. Wir sind alle gewählt. Ich wurde gewählt, Sie wurden gewählt. Und wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Ich habe 2 Anträge gemacht, den letzten Punkt zu 6c, den würde ich zurückziehen, und die möchte ich jetzt kurz besprechen. Der erste Teil von was Punkt 5 ist, da geht es darum, dass die neue Sachsen Energie AG, wie sie heißen wird, dass sie Konzepte erstellt, verschiedene, für verschiedene Randbedingungsänderungen in der Zukunft. Und dass sie das dann dem Stadtrat vorlegt, damit wir dann sehen können, welches Szenario A, B oder C oder wie auch immer es dann sein wird, welches Szenario werden wir in Zukunft machen. Warum habe ich das gemacht? Weil natürlich bei so einer wichtigen Sache wie der Dekarbonisierung eines großen Energieunternehmens, da sollten wir nicht das große Schiff einfach ins Meer hinausschieben und sagen, ja, gute Reise, mach mal. Nein, wir müssen natürlich, die Politik muss natürlich mit am Steuerrad stehen. Wir müssen natürlich Steuerungsmöglichkeiten haben in der Zukunft und deswegen ist dieser Punkt wichtig. Der zweite Punkt betrifft den von Herrn Hilbert bereits angesprochenen Innovationsfonds, heißt es nicht? Budget. Und ich bin Herrn Hilbert sehr, 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 sehr dankbar, ernsthaft dankbar, dass dieser Punkt da ist. Und es wird wahrscheinlich jetzt gleich etwas absurd sein, dass der Pirat, den Herrn Hilbert verteidigt, von der FDP, und dass sozusagen andere versuchen werden, aus diesem Klimatopf, den wir da haben, 8 Millionen für Technologien, die heute gerade so nicht rentierlich sind, die aber wahrscheinlich in 2 oder 5 oder 8 Jahren rentierlich sein werden, ja, das ist ein Zukunftsding. So, wenn das jetzt sozusagen beschnitten werden sollte, das wäre schon ein dicker Hund. Meine Damen und Herren, meine beiden Punkte sind vorgestellt. Ich hoffe, Sie sind alle sich der Verantwortung bewusst, die wir heute hier eingehen. Erstmal müssen wir natürlich das neue Unternehmen gründen, da darf nichts schiefgehen. Und zweitens aber diesen wichtigen Schritt hin zu einer aktiven Steuerung Richtung CO2-Neutralität, was übrigens Geld sparen bedeutet in Zukunft bei der CO2-Bepreisung, und dass wir jetzt sozusagen den Innovationsfonds, dass wir den verstetigen und dass wir den jetzt sozusagen auch nicht kleiner machen. Das sind die zentralen Punkte. Vielen Dank. So, dann hat mich